müssen wir uns fragen, wie Jesus selbst zur Bibel stand, denn da wir seine Jünger sind, ist er in allem unser Vorbild. Wie stand er zur Bibel? Wir betrachteten bereits heute Morgen Johannes 10, 35. Doch schlagen wir diese Stelle noch einmal auf. Wir brauchen keine anderen Stellen dazu aufschlagen. Johannes 10, 35. Es geht hier um eine Diskussion mit jüdischen Geistlichen, mit der wir uns nicht näher zu befassen brauchen. Jesus sagte, so er, da ist Gott gemeint, die Götter nennt, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Ich wies schon heute Morgen darauf hin, wiederhole es jedoch noch einmal, in diesem Vers gibt Jesus der Bibel die zwei Namen, derer sich seine Nachfolger bis auf den heutigen Tag am häufigsten bedienen, das Wort Gottes und die Schrift. Wenn es heißt, die Bibel sei das Wort Gottes, so bedeutet das, dass sie von Gott ausgeht. Sie ging nicht von Menschen aus, sondern vom Himmel, von Gott selbst. Und wenn hier von der Schrift die Rede ist, ist all das gemeint, was schriftlich aufgezeichnet wurde. Gott sagte viele Dinge, die nicht schriftlich aufgezeichnet sind, doch seine Worte, die in der Schrift, also der Bibel, aufgezeichnet sind, sind zu unserem ganz speziellen Nutzen. Sie enthalten all die Dinge, die für uns heilsnotwendig sind. Im Grunde fasst der letzte Satz dieses Verses die Haltung Jesu zusammen. Wir beschäftigten uns bereits heute Morgen damit, doch wäre es gut, es noch einmal zu wiederholen. Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Man kann der Autorität der Schrift nicht deutlicher und umfassender beschreiben als mit diesem kleinen Satz, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Ich möchte euch auffordern, mir wie heute Vormittag diese Worte noch einmal nachzusprechen. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Noch einmal. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Vergesst nun eins nicht, Gott zieht euch zur Rechenschaft für das, was ihr eben gesagt habt, denn er erwartet von euch, dass ihr die Autorität der Schrift in jedem Bereich eures Lebens akzeptiert. Betrachten wir nun, wie Jesus selbst die Schrift einsetzte. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Wir schlagen Matthäus 4 auf und lesen, wie Jesus in der Wüste von Satan versucht wurde. Matthäus 4, doch wir brauchen auch noch die letzten Verse von Matthäus 3. Am Ende von Matthäus 3 wird geschildert, wie Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wird. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden aufgetan, und der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn und blieb auf ihm. Der letzte Teil ist sehr wichtig, der Heilige Geist blieb auf ihm. Der Heilige Geist ist schon zu verschiedenen Zeiten auch auf einige von uns gekommen, aber er ist nicht immer geblieben, weil wir Dinge sagten oder taten, mit denen er keine Gemeinschaft haben konnte. Jesus sagte oder tat nie etwas, das den Heiligen Geist betrübt, beziehungsweise die Taube verscheucht hätte. Dann heißt es, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun möchte man meinen, nach so einem Erlebnis wäre im Leben Jesu immer alles glatt gelaufen. Er war sowohl vom Vater als auch vom Geist und vom Propheten Johannes dem Täufer bestätigt worden. Aber es kam anders. Unmittelbar danach wurde Jesus in die Wüste geführt, wo er 40 Tage fastete und von Satan versucht wurde. Deshalb sage ich euch, glaubt bloß nicht, der Segen Gottes würde euch immer ein einfaches Leben bescheren. In gewisser Hinsicht macht er dein Leben womöglich schwieriger. Satan widersetzt sich jenen ungleich mehr, die von Gott gesalbt sind. Im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus sei vom Geist in die Wüste geführt worden, sei jedoch am Ende der 40 Tage in der Kraft des Heiligen Geistes wieder herausgekommen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Vom Geist Gottes geführt werden, ist etwas anderes, als in der Kraft des Geistes zu leben und zu wirken. Jesus war erst dazu in der Lage, nachdem er diesen Konflikt mit Satan ausgestanden und gewonnen hatte. Dies wird auch jedem von uns widerfahren, mehr oder weniger intensiv. Wir werden Versuchungen widerstehen und Widerstand überwinden müssen, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben wollen.
Als Satan in Matthäus 4 auf Jesus zuging, versuchte er als allererstes Zweifel in ihm zu wecken. Das ist fast immer die erste Strategie Satans. Er wird nicht gleich am Anfang das Wort Gottes abstreiten, sondern es zunächst einmal in Frage stellen und dich dazu bringen, es zu bezweifeln. Das hat in der Kirchengeschichte schon so oft funktioniert, dass er sich nie eine andere Vorgehensweise überlegen musste. Diese Taktik scheint immer zu funktionieren. Lass nicht zu, dass sie auch bei dir funktioniert. Lesen wir nun, was Satan in Matthäus 4,3 als erstes zu Jesus sagte. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Gott hatte eben erst vom Himmel herab gesagt: Dieser ist mein geliebter Sohn. Doch Satan wollte Jesus nun dazu bringen, diese Worte Gottes zu bezweifeln. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann beweise es. Mach aus diesen Steinen Brot. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben. Eine Bemerkung am Rande: Es ist doch schon interessant, dass alle drei Antworten, die Jesus dem Satan gibt, aus einem einzigen Buch der Bibel stammen, nämlich aus dem 5. Buch Mose. Es ist auch interessant, dass weder Jesus noch der Teufel die Autorität des 5. Buchs Mose anzweifelten. Warum also sollten wir unsere Zeit damit verschwenden, es in Zweifel zu ziehen? Hier sehen wir also, wie Jesus mit Versuchung umging. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Er konterte die Versuchung, indem er ihr das geschriebene Wort Gottes entgegenhielt. Es steht geschrieben. Glaub nicht, du seist clever genug, um mit dem Teufel zu argumentieren. Er ist viel cleverer als du. Schließlich ist er schon sehr, sehr lange im Geschäft. Versucht nicht, ihn mit deinen Argumenten zu überzeugen, sondern halt ihm die Schrift entgegen. Jedes Mal, wenn Jesus versucht wurde, sagte er: Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und immer wenn Jesus dies sagte, wechselte Satan das Thema. Er wusste, dass er der Schrift nichts entgegenzusetzen hatte. Lass nicht zu, dich der Versuchung hinreißen zu lassen, Satan mit deiner Philosophie oder deiner Theologie zu überwinden. Antworte ihm vielmehr mit dem geschriebenen Wort Gottes. Jesus machte nicht denselben Fehler wie Eva. Gehen wir zurück an den Anfang der Menschheitsgeschichte und lesen wir die ersten Verse von 1. Mose 3. Und die Schlange, die Verkörperung Satans, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Worauf zielte die erste Versuchung ab? Zweifel. Wenn du erst einmal zweifelst, kommt als nächstes der Unglaube und als anschließend der Ungehorsam. Vergiss das nie, gib dem Zweifel keinen Raum. Eva machte also den Fehler zu glauben, sie könnte dem Teufel auf seiner Ebene begegnen und ihm etwas entgegenhalten, und gab ihm eine Antwort: Wir dürfen von jedem Baum essen. Sie wollte nicht akzeptieren, dass es irgendwelche Einschränkungen gab, außer von dem in der Mitte des Gartens, dem Baum des Lebens. Sie fügte hinzu, Gott hätte über die Früchte des Baumes gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterben. Achtet nun auf die Antwort des Teufels. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben. Darauf zielt er ab. Er beginnt, indem er Dinge in Frage stellt, doch dann leugnet er sie. Und wenn ihr die Kirchengeschichte der vergangenen 100 Jahre studiert, werdet ihr eins feststellen: Immer wenn Satan Theologen, Predigern oder wen auch immer dazu überreden konnte, die Schrift in Frage zu stellen, brachte er diese Leute auch an den Punkt, an dem sie im Grunde leugneten. Begebt euch nicht auf diesen glitschigen Pfad, der nach unten führt. Die Schrift hat absolute Autorität. Sie ist das Wort Gottes. Akzeptiert sie, lebt mit ihr, haltet sie dem Teufel entgegen. Er kann dem geschriebenen Wort Gottes nichts entgegensetzen. Paulus sagt in Epheser 6,17: Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ihr wisst vielleicht, dass es im Griechischen zwei Worte für das Wort gibt: einmal Logos und einmal Rhema. Logos ist der allumfassende, ewige Ratschluss Gottes. Rhema ist ein ausgesprochenes Wort Gottes. In diesem Epheserbrief steht Rhema. Nehmt das Schwert des Geistes. Das ist das Rhema, das ausgesprochene Wort Gottes. Wenn ihr euch mit dem Teufel auseinandersetzen müsst, dann sprecht dabei das Wort Gottes aus.